Besorgen Sie Nachschub für den König. S'il vous plaît, Monsieur. Wie stehen die Chancen am Spieltisch? Wunderbar. Alberto hält eine fantastische Bank. Er muss sie auch aufholen. Der Grieche hat ihm gestern seinen halben Urwald abgelotet. Wissen Sie was? Ich habe Sie nur empfehlen, noch niemals im Leben lachen sehen. Ich bin sehr froh heute Abend. Ein Abend ist doch genauso wie der andere. Der heutige nicht. Und was ist anders? Ich weiß nicht. Ich spüre ein seltsames Herzklopfen. So als ob ich heute Abend noch etwas Schönes erleben würde. Ich glaube, wir werden alle etwas erleben, aber nichts Schönes. Er ist wütend. So habe ich ihn noch niemals gesehen. In diesem Zustand ist er zu allem fähig. Ich finde keine Worte, um dir zu sagen, was du bist. Erstens bist du eine Diebin. Du hast mir Geld weggenommen, während ich spielte. Und als ich gewann. Du hast mir nur Pech gebracht. Du hast mich Millionen von Frauen gekostet. Ein Fluch lastet auf mir, seit wir uns kennen. Seit dem unseligen Moment, in dem ich dich zum ersten Mal sah. So wie ein Fluch auf jedem lastet, der in deine Nähe kommt. Vielleicht könnt ihr das später unter vier Augen besprechen. Lass ihn, Oscar. Und zweitens bist du keine Frau. Ich weiß nicht, was du bist. Eine Frau jedenfalls nicht. Du willst nicht geliebt werden und kannst nicht lieben. Ich habe in dir einmal eine vollendete Dame gesehen. So sehe ich dich nicht mehr. Ich sehe vor mir eine Bestie in Menschengestalt. Ein seelenloses Geschöpf. Ich habe bezahlt für deine Gesellschaft und du wirst kommen und gehen, wann ich es sage. Monsieur, erlauben Sie mir? Kennt irgendjemand diesen Gigolo? Er ist mir bekannt. Sein Name ist Vincenzo Graf von Tolato Favrini. Er ist kein Gigolo. Er ist weniger ein Gigolo als irgendjemand in unserer Gesellschaft. Weniger als irgendjemand, dessen Bekanntschaft Sie sich rühmen können, Signor Bravano. Er hat stolz und kühn gehandelt dafür, dass er nur ein Graf ist. Meine gute Lulu, es gibt Grafen und Grafen. Gerade so wie Könige und Könige. Unter den Grafen ist Tolato Favrini ein König. So wie ich unter den Königen ein Clown bin. Mich überrascht nur seine Anwesenheit an einem Ort wie diesem zwischen Menschen wie wir. Mein Champagner ist warm geworden. Alberto, kennen Sie zufällig die Marquise von Baudinière? Eine distinguierte Familie. Und die Marquise... Das war meine letzte Begegnung mit Maria Vargas, die der Welt als Maria d'Amata bekannt war.